einen wunderschönen guten Tag direkt aus The Forest. Ne? Ich bin quasi heute der Forrest Gump. Wundert euch nicht, wenn ihr Autos da hinten langfahren hört, weil ich bin auf einem Parkplatz direkt bei mir in der Nähe. Ich hoffe, ihr vergebt mir die Motorgeräusche im Hintergrund, aber ich fand es hier gerade so schön schattig, weil der Planet brennt schon wieder und meine supergeile Bauarbeiterbräune muss ich euch ja auch irgendwie zeigen. Ich habe es mittlerweile geschafft, auf mehrere Anfragen hin von meiner neuen Wurzelfräse einen Testlauf zu machen. Mein Bruder brauchte einen Baumstumpf weggefräst, das ist die Victory 1500er. Ich habe die als GSB, GBS, weiß der Teufel. Ich habe mich natürlich wieder nicht aufs Video vorbereitet, in der Videobeschreibung steht es dann sowieso. Also die Victory 1500er Wurzelfräse. Ich hatte davor die Lumac, die BSF 15. Und es gibt ein paar Gründe, warum ich die Lumac verkauft habe und mir die Victory gekauft habe. Und die möchte ich euch noch erklären. Vorab mal ein kleines Performance-Video, wie die Victory so arbeitet. Die Lumac habe ich in einem alten Video von mir, ich versuche das mal vielleicht oben irgendwie zu verlinken. Die Lumac hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet, habe sie aber verkauft und die Gründe werde ich euch auch erklären. Was für Unterschiede zur Victory, obwohl die eigentlich der Lumac fast gleich wie ein Ei dem anderen bis auf die Farbe. Aber es gibt doch ein paar Unterschiede, ein paar Neuerungen, ein paar Änderungen und die möchte ich euch gern näher bringen und warum ich mir eben die Victory gekauft habe. Checkt mal die Performance jetzt aus und danach erkläre ich euch, was Sache ist.
So, jetzt kommen wir zu den großen Unterschieden. Was ist anders an der Victory, was bei der Lumac eben nicht der Fall ist oder anders der Fall ist? Steige ich mal vom Anhänger runter, da kann man das ganze Ding mal besser sehen. Also, das Wichtigste von allem, warum ich das Ding gekauft habe, ist, ich vermiete das Gerät ja. Ich benutze es ja nicht nur selber, ich vermiete es dann auch zum Großteil. Und was ich gemerkt habe, die Lumac wurde ja über diesen Handstarter gestartet, über den Reversionsstarter. Die Victory hat zudem noch einen Elektrostart mit der Batterie. Das ist auch der große Unterschied. Hier unter diesem Kasten ist die Batterie sicher verstaut, der Elektrostarter. So, ich habe einfach für mich festgestellt, dass meine Kunden, die das Gerät mieten, zum Großteil viel zu dämlich sind und einen stinknormalen Motor. Und jetzt muss ich sagen, die Lumac lässt sich butterweich anschmeißen. Die sind da zu dämlich für. Die haben das Ding schon zigmal abgerissen, kaputt gemacht, weiß der Teufel. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und jetzt kommt's. Ich muss eine Sache noch zugeben, das habe ich jetzt gestern selber getestet. Mit dem Anlasser ist es halt einfach wirklich wesentlich bequemer. Die Lumac, als ich sie damals gekauft habe, war mit Anlasser gerade nicht lieferbar. Ja, dann habe ich gedacht, scheißegal, komm. Aber es ist natürlich schon eine bisschen bequemere Sache. So, hier haben wir Benzinhahn und Choke. Der Gashebel wird dann oben betätigt. Der Gashebel ist baugleich zur Lumac. Das ist immer noch der gleiche. Diesen Hebel haben sie ein bisschen verändert, aber den verstellst du eigentlich in der Regel nicht so oft. Das ist der, wo man den Winkel von dem Bediengriff, sage ich mal, einfach verstellen kann, wie es jemandem nach Körpergröße besser passt. So, was kommt noch dazu? Warum? Unterschied noch, die Lumac hat hier einen Griff hier oben dran, den man drücken muss, den Zündunterbrecher. Wenn man den quasi losgelassen hat, ist das Gerät ausgegangen. Ist ein cooles Sicherheitsfeature. Wenn du aber mal eine Stunde oder zwei am Stück gefräst hast und ständig diesen Drahtschnulli hier drücken musstest, das ist dann irgendwann mal auf die Finger gegangen. Das ist hier wesentlich angenehmer. Man hat hier einfach ein Rohr, an dem man sich festhält und gut ist. Stattdessen gibt es diesen Totmannschalter. Den kann man sich entweder ans Handgelenk machen oder an den Gürtel oder weiß der Teufel was. Das ist ja lang genug mit so einer Öse dran. Ich denke mal, man kann es am Gürtel machen. Wenn das Ding dann irgendwie abhaut, dass es eben ausgeht. Oder hier eben der Notausswitch. Was sie ein bisschen schöner hätten lösen können, sind die Kabel, die hier unten rauskommen. Das werde ich aber demnächst noch mit dem Kabelbinder realisieren. Da war ich bis jetzt zu faul dazu. Und ja, was nicht original ist, ist der, zack, muss mal von hier, der Betriebsstundenzähler, den ich hier drauf geklebt habe. Der funktioniert über Vibrationen. Das habe ich aus zwei Gründen. Erstens, weil bei der Mietzeit von einem Tag sind bei mir ein paar bestimmte Betriebsstunden dabei, dass ich das nachverfolgen kann. Und zweitens, dann habe ich immer den Ölservice-Intervall im Auge. So ein Betriebsstundenzähler auf Vibrationsbasis kostet 20. Ich verlinke euch den mal unten. Das Ding ist wirklich grandios. Kann ich euch nur empfehlen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht das an eure Geräte dran, dann wisst ihr immer, was Sache ist. So, noch ein Unterschied. Es gibt hier diesen wunderprächtigen Handbremshebel. Den haben die jetzt vorher bei Lumac anders gehabt. Das war einfach nur ein Hebel. Der ist dann quasi von hier unten bis ganz nach oben gegangen, wurde dann oben eingerastet und gut ist. Hier haben wir einen stinknormalen Handbremshebel wie beim Auto, den man dann eben auch dosieren kann. Das finde ich wirklich schöner gelöst, ist auch ein bisschen wertiger gemacht. Und jetzt kommt noch der Casius Knaxus. Hier oben sieht man, Moment, guck mal, hier oben sieht man das Drahtseil rausgucken. Hier ist eine Schraube, mit der wird das Drahtseil fixiert. So, Vorteil an der ganzen Geschichte ist eben, wenn... Und das liegt in der Natur der Dinge. So ein Drahtseil dehnt sich auch mal. Und dann kann es sein, dass die Bremse nicht mehr so hundertprozentig greift. Bei der Lumac war das ein bisschen eine Frickelei. Das Ding einzustellen war ein bisschen umständlich. Hier macht man einfach die Schraube auf, macht die Handbremse komplett runter, zieht das Seil nach und fixiert es wieder. Und dann ist es im Handumdrehen passiert, ohne sich zu bücken, wie in der alten Werbung. Ohne scheuern, ohne bücken, einfach nur aufs Knöpfchen drücken. Und das finde ich eigentlich schon wirklich ganz, ganz vernünftig gemacht. Was die Lumac auch nicht hat, was hier dazugekommen sind, sind nochmal zwei Zusatzgriffe, wenn man das Ding einfach verladen will. Die Kunststoffgriffe, die bei der Lumac dran waren, hat man hier gegen einfache Stahlgriffe ersetzt, die geschweißt sind. Was meines Erachtens nach ein Vorteil ist, beim Verzurren auf dem Anhänger oder sonst irgendwie, weil da kann man Gurt dran machen, dann kann man richtig dran zerren. Ich hatte bei den Kunststoffdingern, die sind bei mir nicht kaputt gegangen, hatte ich immer ein bisschen Bammel, dass ich die mit einem großen Ratschengurt kaputt mache. Und wie ihr auch seht, habe ich das Ding natürlich noch nicht gereinigt seit gestern. Dass ich das kaputt mache, das ist wirklich wertig gemacht. Ist jetzt kein Feature, wo man die Fräse empfehlen könnte oder nicht, aber ich finde es einfach ein bisschen schöner gelöst. Ich denke mal, das ist so von den Asia-Geräten, wo die gefertigt werden, einfach die zweite Generation. Weiter geht's mit den Features. Das sind hier die Schneidzähne. Und wie man das erkennt, ist hier die Halterung von dem Schneidzahn. Hier ist der Hartmetallkopf und hier ist eine Schraube. Man kann die einzelnen Hartmetallzähne einfach rausziehen und ersetzen. Man muss nicht immer den kompletten Halter tauschen. Bei der Lumac war das ein komplettes Teil mit einem aufgelöteten Hartmetallkopf. Den kann man hier einzeln wechseln, was mir persönlich eigentlich recht gut gefällt. Jetzt muss ich sagen, die Form von dem anderen Hartmetallkopf ist ein bisschen anders.
rein von der Performance her habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, ob da jetzt die Form besser ist oder die. Das lassen wir mal dahingestellt. Die Lumac hat auch wirklich super funktioniert. Das ist jetzt kein Video, wo ich die Lumac madig machen will, aber ich erkläre euch einfach wirklich nur mal die Unterschiede. Gefällt mir ganz gut, ist auch preislich ein Unterschied. So ein einzelner Hartmetallzahn, wenn man den tauscht, kostet er glaube ich 15 Euro. Und wenn man den kompletten Satz kauft, kostet der 99 Euro. Alle Hartmetallzähne zusammen. Man bekommt aber diese Halter eigentlich, ich müsste jetzt lügen, ob man so ein Ding auch kaputt kriegt oder sowas, kriegt man auch einzeln. Bei der Lumac kostet der komplette Satz Zähne mit den Haltern, weil man die eben nicht getrennt kaufen kann, weil es aufgelötet ist. Ich glaube irgendwas um die 100, zwischen 160 und 180 Euro. Da müsste ich nochmal recherchieren. Ich kann es ja mal spaßhalber unten verlinken, wen es interessiert. So, und jetzt kommt ein kleines 5 Euro Gimmick, was mir super gefallen hat, was die Lumac gar nicht hat. Und zwar dieser Stützfuß. Wie ihr seht, der Schneidkopf, wenn der auf dem Hänger steht, ist in der Luft und das Ding steht auf dem Stützfuß. Hat zwei Vorteile. Erstens, das Ding steht stabiler, wenn man es festzurrt. Und das zweite ist, wenn ich die Lumac immer festgezurrt habe, habe ich mir immer ständig meinen Boden im Anhänger kaputt gemacht, weil die sind ultrascharfe Hartmetallzähne und die beißen sich da einfach rein und machen das Ding kaputt. Und das finde ich eigentlich wirklich super. So, was haben wir denn noch so dazu? Ja, eben den Briggs & Stratton Motor, diesen 420 Kubik, der ist bei der Lumac genauso groß. Hier hat er 15 PS, bei der Lumac steht 13 PS drauf. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, die Dinger sind eigentlich so ziemlich baugleich von der Grundform her. Das ist ja ein Honda GS-Klon, also rein von der Leistung her weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe die 2 PS gemerkt. Ne? Also das mal dahin soweit. Haha, jetzt hätte ich diesen kleinen Pinüppel hier noch fast vergessen. Das ist eine technische Neuerung. Oder ein technischer Unterschied, den ich eigentlich super, super wichtig finde. Und zwar ist das ein Riemenspanner. Bei der Lumac war das eben so gemacht. Man sieht hier diese vier Schrauben. Es gibt oder zwei Schrauben hier und zwei Schrauben auf der anderen Seite. Das sind die Hauptschrauben, die den Motor halten. Wenn man diese vier Schrauben löst, waren bei der Lumac hier noch zwei Winkel hingeschweißt. Mit jeweils zwei Schrauben, einer Schraube rechts, einer links und auf der anderen Seite genauso. Dann konnte man wirklich umständlich die Riemenspannung vom Keilriemen verändern. So. In dem Fall ist es eben so, man löst hier die Schrauben zwei vorne, zwei hinten und dann kann man über die Spindel, die hier drunter dran ist, einfach nachziehen und der Riemen wird gespannt. Das ist wirklich ultra bequem, das haben sie sich wirklich so überlegt, dass es echt viel geiler ist. Das ist schon mal noch so eine zusätzliche Geschichte. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die Änderungen. Wie gesagt, ist kein Video, um die Lumac schlecht zu machen. Das war eine sehr, sehr gute Fräse. Die hat sehr gute Arbeit bei mir geleistet. Selbst wo die Leute das Ding gequält haben, wie die Sau. Aber seit ich gestern jetzt mit der Victory gearbeitet habe, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe es auch richtig, richtig hergenommen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, diese kleinen Änderungen, die machen das Leben doch einen Ticken einfacher. Muss ich wirklich. So, mein Fazit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mir die Lumac gekauft, ich habe mir die Victory selber gekauft. Also ich kriege von niemandem irgendwas, dass ich da Werbung mache oder jemanden schäbig mache oder sonst irgendwas dafür. Das ist meine persönliche Ansicht, die ich so mir gebildet habe durchs Testen von beiden Maschinen, durchs Benutzen. Die Lumac hat damals 1200 Euro inklusive Mehrwertsteuer gekostet. Die Victory kostet aktuell 1290 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit Anlasser. Und den technischen Neuerungen. Ich glaube halt, das ist natürlich ein Asia-Gerät. Der Lumac wird wahrscheinlich nachziehen irgendwann mal, weil ich glaube es einfach so, die bestellen die Dinger halt einfach in Asien, ob es jetzt die Firma Lumac, Victory oder sonst irgendjemand ist und sagen, hier mach mal das, die und die Kombination, die und die Farbe, dann kriegen die das eben so. Das wird wahrscheinlich jetzt die, ich nenne es mal, nächste Generation sein mit den Verbesserungen, die sie da gemacht haben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das bei Lumac dann auch irgendwann demnächst so durchgeführt wird, weil das ist ja nicht so, dass da die Raketenwissenschaft dahinter ist und die Leute sich das da jahrelang entwickeln lassen, wie bei einem Auto, sondern das ist einfach popliger, einfacher Kram, den man so kaufen kann in großer Stückzahl. Kaufempfehlung, definitiv. Alleine nur durch die kleinen Gimmicks würde ich die Victory der Lumac vorziehen. Wie gesagt, die Lumac hat einen guten Job gemacht, die Lumac hat mir getaugt. Die Leute haben sie nicht kaputt gekriegt, obwohl ich gedacht hätte, die hätten sie schon komplett zerstört. Also ist auch relativ einfach zum Herrichten. Und eine Sache muss man sagen, egal ob es die Lumac oder die Victory ist, die Ersatzteile sind wirklich recht günstig. Bei der Lumac ist ein 420 Kubikmotor von Longines drauf. Bei der Victory dieser Briggs & Stratton macht aber nicht wirklich viel Unterschied. Also die 2 PS, die auf dem Papier stehen, ich habe die jetzt nicht wirklich so gemerkt. Die beiden Geräte gehen wirklich richtig ordentlich vorwärts. Gestern habe ich das Teil bestraft. Der Baum, den ich gefräst habe, das war ein Flachwurzler mit einer Grundfläche. Also die Wurzelfläche, die ich etwa gefräst habe, das waren so locker 1,5 Meter bis 2 Meter breit. Und
drei Meter Länge war die Fläche und da habe ich es mir gestern 2 Stunden lang richtig gut besorgt und war danach auch wirklich fertig wie Schmitz Katze, aber es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Viele Steine gekommen, Betonbrocken gekommen, was weiß ich, was über die Jahre da drin in der Erde gelandet ist, bis der Baum da gewachsen ist. Keine Schäden, hat das Ding komplett weggehauen. Also, und wichtiger Tipp, egal was für ein Fabrikat von Fräser kauft, das ist einfach der Technik und dem Aufbau geschuldet, zieht regelmäßig alle Schrauben nach, weil die Dinger vibrieren so dermaßen, es ist scheißegal, welche ihr habt, zieht regelmäßig die Schrauben nach, weil die lockern sich einfach. Selbst wenn ihr Loctite drauf macht, Sicherungsschrauben oder sonst irgendwas, das rumpelt einfach so stark und gibt solche Vibrationen, das empfehle ich euch beim besten Willen, dass ihr das macht. Vor allem am Luftfilter oben, die Schrauben, die können sich auch mal losvibrieren. Da mache ich auch mittlerweile Sicherungsmuttern drauf, damit die bleiben, wo sie sind. Weil wenn der Luftfilter sich losrumpelt, egal bei welchem Modell, dann kann es sein, dass er Falschluft zieht und ihr einfach Dreck in den Motor kriegt. Wäre schade drum. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu der Fräse habt, stellt die mir einfach unten in den Videokommentaren. Ich versuche sie so gut wie möglich und so zeitnah wie möglich zu bearbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Kaufentscheidung oder Auswahl irgendwie ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich bin mit dem Ding bis jetzt super zufrieden. Und bis zum nächsten Mal aus dem Wald.